I'm gonna go.
grandios Einstieg in unser Programm, unsere Minigabe. Super, haben wir es gemacht. Riesen Applaus nochmal für euch. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Wer war von euch eigentlich aufgeregt? Niemand. Wir waren das ganze Jahr, haben wir eigentlich schon gesehen, bei der 800-Jahr-Feier haben wir Auftritt gehabt. Also wir sind ja eigentlich schon gewöhnt, vor vielen Leuten aufzutreten. Haben wir ganz toll gemacht. Und als kleines Dankeschön kriegt jeder von euch in Ordnung von unserem Komiteemitglied Felix Schmiedebereich. Wenn es 2 Jahre Pause gibt, dann muss man einiges wieder neu lernen. Ja, was wäre eine Garde ohne ihre Leiterinnen? Die Garde wurde vor 4 oder 5 Jahren neu gegründet und das hat Johanna und Pauline Scharf, das sind Tanknummer und ich finde sie mal als echt super und ich darf euch mal auf die Bühne bitten, dann kriegt ihr auch noch eine Kleinigkeit von uns. Ja, liebe Johanna, liebe Pauline, auch an euch nochmal recht herzlichen Dank. Kannst ruhig auch ein bisschen in die Mitte kommen, ich habe noch Kleinigkeit von euch. Achso, das ist schön aus, aber ihr müsst euch so abholen. Dein Gutschein für ein Modehaus. Und ich. Das soll auch nicht heißen, dass ihr unmodisch rumrennt, aber. Und der Carsten hat noch ein kleines Blumengeschenk. Wenn wir dann alle noch ein bisschen näher zusammenstellen, dann machen wir ein tolles Foto. Auf geht's. 2 Personen von der Kulisse bräuchten wir noch. Die steht im Foyer. Super, Felix! Ich meine, jetzt ist er, gell? Oder? Ich komme auch noch ganz kurz, denn auch ich darf mich bedanken bei der Johanna und der Pauline Scharf. Ihr habt die über 20 Mädels voll im Griff und gebt ihnen den richtigen Schliff. Ihr zwei dürft ihr mit Herzblut führen. Die Begeisterung, dir kann man sehen und spüren. Dass eure Kraft auch noch für ein paar weitere Jahre reicht, kriegt ihr als Dank
ein kleines Geschenk überreicht. So eine große Minigarde macht echt was her. Über die Gründung freuen wir uns alle sehr. In Dorme und die Elfer in der Prahle. Beim Kinderumzug stöhnt die Mädel und die Witte strahlen. Es hat Lob von allen Seite gehen. So viele Gardemädel haben selten gesehen. Andere Zünfte stöhnen verneid am Lassen. So tun wir dir nicht auf den Narrensprung mitlaufen lassen. Vielleicht können wir ja da auch noch eine Lösung finden. Von der Verantwortung täten wir als Elferrät auch entbinden und sie direkt an der alten Kirche abholen. Das ohne von dem Gott verschollen. Macht ohne während dem Umzug schlapp, holen wir sie selbstverständlich auch ab. Vielleicht haben wir auch Angst, sie sterben echt Show. Das kann es geben, aber da damit müsst ihr da halt dann leben. Auf unsere Narrenzunft und die Mini-Garde-Klicke ein dreifach kräftiges Reiche! Liege! Reiche! Liege! Reiche! Liege! Ja, nochmals, vielen Dank an die Minigarde und ich bitte um den Narrenmaß für den Abzug.